Jetzt sind wir beim Belchen an der Seilbahnstation. Wir kaufen uns jetzt Tickets. Hier habe ich übrigens einen Skalker von Emi, die hat den Schlumpf gemacht. Und ja, dann fahren wir hoch aufs Belchen, gehen eine Runde. Ich habe schon meine Wanderschuhe an. Wir befinden uns jetzt auch schon auf 1000 Metern. Ne? Das ist jetzt die Talstation. Meine Wanderschuhe an. Genau. Emi, wo sind deine Wanderschuhe? Oh. Und dann... nach dem Rundgang trinkt man noch ein Cappuccino, Wasser. Denn oben befindet sich eine Almhütte. Richtig, sehe ich aber auch gleich. Für zwei Personen und den kleinen Runter. Hallo zusammen, wir befinden uns jetzt in der Belchenseilbahn auf dem Weg zum Belchenhaus. Das ist so eine kleine Hütte, da kann man was essen und was trinken. Und von da gibt es dann mehrere Rundwege, unter anderem auch den Gipfelweg. Und den werden wir dann gleich erklimmen. Und natürlich noch ein Cappuccino trinken danach. Und Milchschaum für Amy. Amy bekommt Milchschäumchen bisschen. Und Wasser. Ja. Da fährt schon wieder eine runter. Also die letzte Bahn fährt um 17 Uhr runter und bis dahin sollten wir es eigentlich gepackt haben. Wir haben nämlich jetzt kurz nach zwei. Ja. Brauchen wir nicht, mach Brigitte ab sofort. Hier ist jetzt das Belchenhaus unterhalb des Gipfels, Ziel der Seilbahn. Da trinken wir noch was, um uns zu stärken für den anstrengenden Weg nach oben. So, wer hat sich natürlich direkt schon wieder was Warmes zum Essen geholt? Der Michel. Das ist eine Linsensuppe, Erbsensuppe? Linsensuppe. Mmh. Schmeckt sie dir? Ja, super. Also der Cappuccino ist auf jeden Fall auch gut. Belchengipfel, here we come. Zumindest sobald wir unsere Schuhe dann mal richtig festgeschnallt haben. Ne? Der andere auch noch. So.
Hier steht ein Stein, da steht auch 1790 drauf. Und Michel hat gerade gesagt, das ist der epileptische Punkt. Und zwar, wie war das der höchste Punkt, bevor es ins Tal abwärts geht? So oder ähnlich. Was? Wir haben den epileptischen Punkt verlassen und gehen geradewegs aufs Gipfelkreuz zu. Moment, was du gerade singen? Gipfel. Oh Gott, ja.